Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Dishonored 2. So, wir versuchen jetzt mal ganz geschmeidig da hinten hinzukommen. Das habe ich geschafft. Die Tinktur mag ja gut für Zauber und ähnliches sein, aber sie sollte auch mal ihre schlechten Zähne damit spülen. Das weiß sie nicht. Was zum... Oh. Was ist denn da? Wieso ist denn da Blut? Ich bin dann auf jeden Fall drin, ne? Boah, diese... Boah, das ist richtig abartig schon. Nach diesem erbärmlichen Angriff des Ordens will ich, dass der Sicherheitsraum abgeschaltet und dieser klapprige Apparat gesperrt wird. Keine Bittsteller mehr aus der Stadt, die um meine Gnade winseln. Kommen Sie nur in meinen Thronsaal, wenn Sie wirklich in Not sind, und wehe alle denen außerhalb des Ziegels, die mich beim Malen stören. Die Aufseher waren wohl unser letzter ernstzunehmender Feind und nun sind sie geschlagen. Sie wollten auch mit allen anderen fertig werden. Damit der Aufzug Strom bekommt, muss ich den Sicherheitsraum erreichen. Okay. Sicherheitsraum. Ja, das ist nicht gut hier, das mit dem Glas. Faye sagt, Delilah ist oben im Thronsaal. Aber vor ein paar Tagen war sie die ganze Zeit in dieser düsteren Aufseherkapelle. Was läuft da? Woran arbeitet sie? Sie fand es wohl lustig, die Kapelle als Studio zu benutzen, um Pigmente zu mischen, wo diese Idioten ihren Unsinn predigten. Aber sie ging in den Thronsaal, als sie... Immer spannend, wenn sie etwas formt, oder? Oh, oh! Blut und Bären! Sie entkommt mir nicht! Wir sterben beide, aber du zuerst! Schade, ich dachte, es geht hier hoch. Okay, das hätte ich mir sparen können. Die zu töten. Ach so, da hängt nur jemand. Oh, macht sie sich hier Kronleuchter selbst bauen. Das ist interessant. So. Ich kann den Aufzug benutzen, um zu Delilah im Thronsaal zu fahren. Jetzt sehe ich da ja keine.
Sorry, aber ich muss da mal speichern. Okay, die ist blockiert. Da komme ich so nicht rein. Hier sind wir also, wo meine liebe, lügnerische Halbschwester Jessamine und ich gespielt haben. Wo deine Mutter im Bett mit deinem Vater lag und dich geboren hat. Wo sie von Daud und seiner Bande ermordet wurde. Der Ort, der unser beider Leben zerstört hat. Sie haben eine seltsame Sicht auf die Welt. Und ich habe keine Ahnung, ob sie die Wahrheit sagen. Aber das ist egal. Ja, hier ist keiner. Wiedergabe für erfolgreiche Ortung. Fisch isst man nicht mit der Kleingabel. Das läuft, lädt die Maschine die Magnetspule wieder auf. Tut mir leid, Madam. Mir wurde die Etikette der Ich dachte, wenigstens Sie würden es verstehen. Diese Nächte als Mädchen im Houndpits Pub, haben Sie überhaupt nicht von der Krone geträumt? Sie wurde mir zuerst gestohlen, noch bevor Sie auf die Welt kamen. Die Welt ist voller Leid, doch ich wurde unter einem besonderen Stern geboren. Ich habe weit mehr Glück als die meisten, Delilah. Nichts davon entschuldigt Ihre Zerstörungen. Scheiße. Allgemeiner Ordnungsmodus. Dich schon. Oh nein. Siehst du, was ich kann? Und du bewegst dich nicht aus gegen uns. Ich hätte einige Ideen. Wir sehen uns im Nichts. Von hier nach da. Ich schwöre dein Blut als Lippenrot. Wer raubt hier in deiner Scheiße, ey. Ich hab so den hohen Chaosfaktor, das gibt's gar nicht, ey. Warum steht ein Baum mitten in der Kapelle? Leider froh drüber. Geschafft. Ich hab die Kapelle gemalt, aber einen Baum hinzugefügt. Nach dem Anordnen der reinen und fehlerhaften Runen auf dem Stuhl konnte ich die Kapelle aus Stein durch die Kapelle aus Farbe ersetzen. Mit weiteren Runen müsste das mit dem gesamten Reich funktionieren. Das wird mein größtes Werk. Diesen Misthaufen, in den wir geboren wurden, durch mein Gemälde zu ersetzen. Die Welt, wie sie sein sollte. Endlich.
wird alles vollständig in Ordnung sein. Gleich ist nicht so zu bezwingen, aber ich konnte Knochen ruhen für mein eigenes Gemälde korrumpieren. All Zutaten liegen in der Kapelle bereit. Getrockneter Seetang, Augen aus den Gräbern, Algen aus den Gräbern, Blumen und Gewächshäuser. Allerdings müssen die fehlerhaften Ruhen, könnt ihr ja selber... Delilah arbeitet an etwas Schrecklichem, aber ich kann es vielleicht sabotieren. Stelle eine fehlerhafte Rune her. Miniere getrocknete Algen, Pigmente und menschliche Knochen, um verderbte Rune anzufertigen. Verwende dann diese Runen, um Delilah Copperspoons Geheimprojekt zu sabotieren. Getrocknete Algen und Pigmente. Wenn ich mehr fehlerhafte Runen herstelle, könnte ich Delilahs Gemälde stören. Und nun? Oh. Fehlerhafte Rune. Du musst die Kaiserin der Lala Kuppers von allen entgegenstellen, bevor sie mit dem... Ja, guckst du auch so. Aber da schalte die Energie wieder ein und dann suche ich auch schon. Kann ich noch mehr machen? Nein, ne? Noch mehr geht nicht, oder? Nö. Aber ist ja egal. So, jetzt haben wir nur noch den Sicherheitsraum vor uns. Ach, ich bin so eine schlechte Kaiserin. Oi. Oi, 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 oi. Wiederum auch nicht. Wo. Durch seine Venen, gewonnen aus dem Fett der Riesen im tiefen Eis. Boah, ich muss das speichern, ey. Lalala. Bin ich eigentlich richtig? Bin auf jeden Fall richtig. Oh, Sicherheitsraum, ich bin auf jeden Fall da. So, da fehlt noch so ein Ding. Sonst kann ich hier unten auch wirklich gar nichts tun. So, befüllen. Upsala. Wenn der Strom da ist, kann ich mit dem Aufzug zum Thronsaal fahren. Und ein summendes Summen. Oh Gott. Rummeln der Maschinen, die Öl von den Riesen der Tiefe verdauen. Die macht erstmal Haya. Diese Hexen sehen aber unheimlich aus. Boah, ich habe mich vorhin voll erschrocken.
die dumme Kumi hier voll entgegenkam, ey. Also nicht hier, sondern vorhin da in dieser bevor ich zur Kapelle rein bin, wo die auf einmal so nah war, boah. Jetzt Zentralrotor überprüfen. So, wie komme ich da jetzt wieder hin? Bitte geh einfach dran vorbei. Oh. Frau, bewaffnet. Hä? Alles klar. Kein Schritt weiter. Ja, da fehlte eher ein Kopf. Wird abgespielt, wenn der Feind ausweicht. Kampf. Nein, ist sie tot? Oh, kann ich jetzt nicht sagen. Warum sind die Schränke eigentlich da und man kann die öffnen? Jemand verbrennt wieder Walöl. Seltsam, wer sollte den Gestank und das Licht wollen? Sie verbrennt da erstmal ganz locker. Wer auch immer das war, könnte noch hier sein. Wer ist das? Kein Stört. Hallo? Hast eh keine Chance gegen... Ja, Fräulein. Die Folge gibt entweder Überlänge oder ich mach einfach einen Cut mittendrin. Dürft ihr euch da nicht wundern, wenn ich mich vielleicht nicht verabschiede. Thron. Zum Dach? Aber in die Thronsaal? Sie werden mich zurückbringen und durch meine Hände sterben. Aha. Da hinten. Selbst wenn ich heute sterbe, bereue ich nichts. Das ist doch schön für dich. Da komme ich hin. Ich bin da, Delilah. Was
hat Delilah mit meinem Thron gemacht? Ja, das sieht ein bisschen... Ich weiß nicht. Sollte unbedingt mal wieder Unkraut gezupft werden. Setzt das Herz gegen Delilah Copperspoon ein. Vielleicht kehrt damit ihr Geist in ihren Körper zurück und sie wird verwundbar. Und mit echt wenig Kräften habe ich das gemacht. Das ist echt geil. Ach ja. Ah. Ich glaube, ich muss erstmal sowieso nach unten. Vater. Endlich. Darauf habe ich gewartet, hier in meinem Tower. Jetzt beende ich mein großes Bild. Ich erschaffe die Welt, wie sie sein sollte. Und für sie ist darin kein Platz. Lang lebe Delilah Caldwin, die Erste! Mit dem Schwert haben sie einige aufgespießt. Meinen sie, das bedeutet was? Schön, dass sie wenigstens mich sieht. Also das finde ich schon mal in Ordnung. Herzerwärmend, wie sie sich abquälen, ohne Chance mich zu besiegen. Ich kann sie nicht sehen. Sie, ja, schlagen Sie zu, wie Ihr Vater vor Ihnen. Sie können mich nicht töten. Ja, ich kann nicht sehen. Ich würde gerne mal... Jawohl. Ach, das geht noch nicht, okay. Okay. Wie kriege ich das hin? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Einmal das... Sie haben meinen Geist zurückgebracht. Folgen Sie mir, liebe Emily, und sehen Sie, wie ich alles umgestalte. Oh, warte mal. Folge Delilah in das Gemälde, setze das Herz gegen Delilah Copperspoon ein oder platziere die fehlerhafte Rune auf den Thron. Delilah ist in ihr magischen Gemälde geflohen, nachdem ihr Geist zu ihr zurückgekehrt ist. Folge ihr, um zu verhindern, dass sie die Realität des ganzen Reiches verändert. Oder Delilah Copperspoons Thron sabotieren. Vielleicht lässt sich Delilah Copperspoons Thron sabotieren, indem man eine der Runen mit einer verderbten Variante austauscht. Ja, und was passiert dann? Um sie daran zu hindern, die Realität zu verändern. Oder, ein nicht tödlicher Ansatz verursacht weniger Chaos, wodurch das Ende optimistischer ist. Platziere die fehlerhafte Rune auf dem Thron. Du musst die von dir hergestellte fehlerhafte Rune auf den Thron platzieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese alte Hexe, ne? Wirklich alte Hexe. Hat so viel Scheiße gebaut, ne? Sie hat wirklich viel Scheiße gebaut. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, weil... Ja, sie hat so... Ich bin nicht sicher, ob ich sie töten soll. Normalerweise würde ich sagen, sie töten, weil sie könnte sich wieder rächen. Aber wenn man das jetzt mal ablässt... Ich habe sie ja auch im ersten Teil getötet, also im DLC... Und sie ist ja trotzdem wieder gekommen und hat jetzt halt wieder diese Scheiße gebaut. Also das ist jetzt das zweite Mal, dass sie halt wieder an den Thron möchte. Sie möchte unbedingt an den Thron.
Ich weiß natürlich nicht, ob es etwas bringt, wenn man sie jetzt tötet. Also wenn man sie jetzt tötet und sie bleibt tot oder... Ach, ich weiß es nicht. Ist sie wirklich... Ich weiß nicht. Natürlich hat sie auch viel Schlimmes erlebt. Ne? Also, wisst ihr was? Ich mache das ja sonst eigentlich nicht in einem Let's Play. Normalerweise mache ich dann das Let's Play zweimal. Aber ich werde jetzt hier abspeichern und werde einmal dieses Ende nehmen und einmal das Ende. Und ja, am Ende erzähle ich dann einfach, darüber genau. So. Dafür mache ich jetzt aber hier erstmal ein Speicherle. Und verabschiede mich bei euch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüssi.